Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese heutige Debatte kommt auf Antrag der AfD zustande. Denn die Bundesregierung wollte diese Debatte schlichtweg vermeiden, diese Debatte über den globalen Pakt für Migration. Vom Auswärtigen Amt wird mitgeteilt, Herkunfts-, Transit- und Zielländer vereinbaren angeblich völlig unverbindlich nur die Steuerung von Migration. Das ist falsch. Sie wissen alle, dass die seinerzeit unverbindliche UN-Menschenrechtserklärung heute zwingendes Recht ist. Und der globale Pakt definiert Migranten-Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf der Migration in das Land der Wahl des jeweiligen Migranten. Meine Damen und Herren, er zielt direkt darauf ab, bindendes Recht Völkerrecht zu werden, jus cogens zu sein. Eine Ratifizierung braucht es nicht. Österreich hat das erkannt und verweigert die Annahme. Klug und besonnen erklärt Österreich zusätzlich den Pakt für sich als rechtlich nicht verbindlich, permanent objector, wie das im Völkerrecht heißt. Man muss klare Einwanderungsregeln zwischen Staaten gestalten und nicht individuelle Migranten-Menschenrechte erfinden und damit den Rahmen des Völkerrechts erweitern. Meine Damen und Herren, im Verhältnis der Staaten geht es immer um Interessen. 55 afrikanische Staaten beispielsweise sind eine Macht. Das jährliche Bevölkerungswachstum Afrikas von über 30 Millionen entspricht der Bevölkerung aller Benelux-Länder zusammen. Und das Jahr für Jahr. Glauben Sie, dass der globale Pakt hier ein einziges Problem Afrikas löst oder gar Deutschlands? Meinen Sie, dass im globalen Pakt vereinbarte Meinungszensur, dass Migration nur positiv dargestellt werden darf, ein einziges Problem Afrikas oder Deutschlands löst? Meinen Sie, dass es für Deutschland hilfreich ist, die derzeit mindestens 19 Petitionen zum globalen Pakt im Petitionsausschuss gezielt politisch weiterhin zu unterdrücken? Meinen Sie, dass es Afrika hilft, wenn illegale Migration durch schlichte Registrierung über die IOM und UN zu legalen, also gesteuerten Migranten umdefiniert werden? Meinen Sie, dass Kriminalität es nicht mehr gibt, wenn Täter nicht mehr nach äußeren Merkmalen erfasst und geordnet strafrechtlich verfolgt werden dürfen? Wir Bürger und Deutsche wollen selbst und souverän über die Zulassung von Migration nach Deutschland entscheiden. Deutschland ist eine Nation, kein bloßes Siedlungsgebiet. Wir sind ein Rechtsstaat. Herr Hebner, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Polat? Nein. Wir sind ein Rechtsstaat und halten Menschenrechte ein und fordern deren Einhaltung. Spezielle Migrantenmenschenrechte, wie sie der globale Pakt erfindet, gibt es nicht. Die direkte Verwerfung, die mit seiner schon jetzt geplanten Umsetzung verbunden sein werden, werden unser schon jetzt arg geschundenes Land bis zur Unkenntlichkeit verändern. Wir brauchen ein valides Einwanderungsgesetz, aber keinen Migrationspakt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.